Kapsel rein, Klappe zu, Kaffee läuft. Kapsel-Kaffeemaschinen sind so einfach. Kein Wunder, dass die kleinen Kapseln samt Mini-Automaten boomen. In nicht mal 10 Jahren hat sich ihr Absatz verzwanzigfacht. Grund genug für die Warentester, nicht nur im Kaffeesatz zu lesen. Unsere zentrale Frage war, mit welchem System bekomme ich den aromatischsten Kaffee? Sind preiswerte Systeme genauso gut wie teure? Muss ich für Nespresso-Maschinen tatsächlich die Original-Nespresso-Kapsel nehmen oder kann ich auch preiswertere Nachahmerkapseln nutzen? Die Tester schickten 9 der beliebtesten Kapselmaschinen plus 3 Baugleichheiten ins Labor. Sie untersuchten die Geräte dann ausgiebig, sie brühten, vermaßen, stoppten, verglichen, bewerteten und zerlegten sie. Ja, und lecker Kaffee gab's dabei übrigens auch gleich, von 12 Geräten waren 8 gut. Kaffee einmal kurios, aus den gleichen Kapseln fließt bei einigen Geräten rund 20% weniger in die Tasse als deklariert und der gleiche Kapselkaffee schmeckt dabei auch unterschiedlich. Unterschiedlich ist auch die Handhabung der Geräte, ebenso wie ihr Tempo beim Brühen. Die besten Automaten kosten dabei nur um die 100 Euro und dennoch, Kapselkaffee ist vergleichsweise teuer. Auch günstige Geräte erzeugen hohe Folgekosten. Wir haben berechnet, wenn man über ein Jahr hinweg täglich 4 Tassen Kaffee trinkt, dann kann man locker über 500 Euro dafür ausgeben. Außerdem bindet sich der Käufer der Kaffeekredenze an ein bestimmtes System. So passen in Tassimo-Maschinen nur Tassimo-Kapseln. Die meistverkauften Kapseln in Deutschland heißen Lungo, Kaffeecrema oder einfach nur Kaffee. 14 davon waren im Test. Die pralinenähnlichen Alu-Kapseln von Nespresso gehörten zu den teuersten. Sie sind auch nur in exklusiven Shops oder im Netz zu haben. Aber Fremdgehen kann sich lohnen. Die Nachahmerkapseln im Test konnten mit den Nespresso-Originalkapseln durchaus mithalten. Und sie sind deutlich günstiger. 2 der geprüften Kapselklone machten allerdings Ärger. Sie verklemmten sich im Schacht, dann tröpfelte der Kaffee nur. Ökologisch betrachtet sind die Kapseln fraglich, viel Verpackung, wenig Kaffee. Um die Hülsen zu entsorgen, wären letztes Jahr 500 Müllwagen nötig gewesen. Der große Test ist nachzulesen im Novemberheft von Test oder im Internet unter www.test.de.